feine Städele um die Straßen eng. Wir schreiben das Jahr 1950. Die Welt ist schön. Im ersten Farbfilm nach dem Krieg. Der Heimatfilm Schwarzwaldmädel. 16 Millionen Zuschauer zieht er in die Kinos. Ein Rekord. 69 Millionen wollen endlich wieder unbeschwert sein und vor allem einfach nur leben. Aber nur schwer ist aus den Köpfen herauszubekommen, was keine 5 Jahre zuvor geschah. Man hat seine Söhne im Krieg verloren, man hat seine Häuser in der Stadt verloren, die Töchter sind vergewaltigt worden. Also dieses Opfernarrativ war ein sehr, sehr starkes. Noch liegt Deutschland in Trümmern. Und trotzdem, in Berlin drängen die Menschen zu einer Veranstaltung russischer Soldaten mit deutschen Liedern. Der Hunger nach Kultur ist ungebrochen. Ja, er ist größer als je zuvor. Ich empfinde es als etwas ganz Natürliches, weil ja da die Batterie ist, da ist die Ladung. Da kann man Nahrung finden, da wird Energie vermittelt. Alles andere wäre doch nur Energieverlust. Nicht? Jetzt auch noch darauf zu verzichten, was einen ja wirklich vielleicht doch eigentlich ausmacht. Es ist die Stunde unserer Künstler. Was wird ihr Beitrag sein zur Neugestaltung des Landes? Wie werden sie mit den Verbrechen des Dritten Reichs umgehen? Wie macht man Kunst nach dem Weltuntergang? Sie haben uns träumen lassen, uns die Vergangenheit erklärt und uns einen Spiegel vorgehalten, die Künstler in unserem Land. Sie haben die Menschen bewegt und uns in die Zukunft schauen lassen. In 4 Folgen erzählen wir ihre Geschichte, die Geschichte einer bewegten Republik, der bewegten Republik Deutschland. Unsere Geschichte von Schuld und Wunder, sie beginnt zu Hause. Wir freuen uns über Gesichter, die wir liebgewonnen haben und uns jetzt wieder zum Lachen bringen. Dass sich Heinz Rühmann im Dritten Reich vor den Karren der Nazis hatte spannen lassen, spielt keine Rolle. Ich möchte mich deiner Sehnsucht anvertrauen. Mein liebes Rind, sagt er zu ihr, dein Wunsch ist ja ganz paradox. Denn ist mein Blick auch noch so stier, die Sache täuscht, ich bin ein Ochs. Also das ist irgendwie nie zu einem Bruch gekommen. Dieselben Leute haben im Film weitergearbeitet. Von anderen Künsten will ich nicht sprechen, ich weiß das nur da. Dieselben Leute haben weitergearbeitet. Es hat diese Stunde Null eben nicht gegeben im Film. Wie im Film, so im Theater. Im Dritten Reich wirkte der Schauspieler und Regisseur Gustav Gründgens in Propagandafilmen mit. Aus Nachkriegsdeutschland ist er nicht wegzudenken. Sein Faust ist der Theatererfolg der 50er Jahre. Oder die Berliner Philharmoniker, das bekannteste deutsche Orchester. Mit dem rumänischen Dirigenten Sergiu Celibidache wagt es zunächst den Neuanfang. Celibidache ist jung, unbelastet und experimentierfreudig. Doch schon nach kurzer Zeit muss er einem alten Gesicht Platz machen. 1955 entscheidet sich das Orchester für Herbert von Karajan. Karajan war bereits von den Nazis hofiert worden und hatte im Dritten Reich eine steile Karriere hingelegt. Von dem bekannten Star verspricht man sich auch mehr Glanz. Politik steht da hinten an. Dabei ist das braune Erbe im Land lebendiger, als es viele wahrhaben wollen. Dieselben Richter, die noch vor kurzem reihenweise Unschuldige zum Tode verurteilten, sitzen weiter in den Gerichten.
aber auch NS-Ärzte, Journalisten, Polizisten und nicht zuletzt Politiker sind wieder in Amt und Würden, als wäre nie etwas gewesen. In dem Moment, in dem die Bundesrepublik souverän wurde, war das auch eine erklärte Politik der ersten Adenauer-Regierung, die nachdem die ganz schlimm sozusagen abgeurteilt sind, die anderen wieder in ihre alten Positionen hineinzubekommen, beziehungsweise sie vielleicht auf einer niedrigeren Stufe einsteigen zu lassen, dann aber schnell aufsteigen zu lassen. Die Mörder sind unter uns. Gedreht bereits 1946 in den Trümmern Berlins. Der Film stellt die unangenehme Frage, was aus den Nazis und Mitläufern nach dem Krieg wird. Doch obwohl er große Beachtung findet, bleibt er die Ausnahme. So was sollte man nur vom Wegkuchen kennen. So was will man ja gar nicht mehr sehen. So was will man vergessen, und zwar möglichst bald. Aber das kann man nicht. Danach kam dann nichts mehr in der Art. Da gab es dann im Theater draußen vor der Tür. Und sonst fing also die heile Welt an mit den Heimatfilmen, mit den Krimis, mit den Melodramen. Aber man wollte eben keine Filme haben, die in Trümmer spielten. Der Regisseur Wolfgang Staudte hatte sich während der Herrschaft der Nazis so verhalten wie viele Deutsche, als Mitläufer. In dem Propagandastreifen Jud Süß spielte er als Komparse mit. Doch nach dem Krieg denkt er um. Eine komplett unpolitische Einstellung war es nicht, es war eine komplett feige Einstellung. Nämlich sich nicht zum Widerstand zu bekennen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite einfach nur das. Später habe ich mich auch geniert. Es gab nur ein einziges Prinzip, Überleben. Was wollen Sie denn von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie? Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Beutner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft? 36 Männer. 54 Frauen, 31 Kinder, Munitionsverbrauch 347 Schuss. Ja, was denn, um Gottes Willen? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden, wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten. So schnell wie möglich wollen die Menschen die Spuren der Vergangenheit loswerden. Und nicht mehr an das Grauen des Krieges erinnert werden. In Deutschland selber traf es zunächst mal auf eine Einstellung, eine sehr verbreitete Einstellung. Mein Gott, noch mal, wir sind doch eigentlich das Opfer. Ja, guckt euch doch mal unsere Städte an. Also ihr auswärtigen Journalisten und Vertreter der alliierten Besatzungsmächte. Guckt doch mal an, was ihr aus unserem armen Deutschland gemacht habt. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist klar, die Täter, das war die kleine Clique um Adolf Hitler. In Nürnberg wird ihr der Prozess gemacht. Damit ist das Kapitel fürs Erste beendet. Und der Holocaust? Der Spielfilm Morituri ist einer der ganz wenigen jener Zeit, der in einem KZ spielt. Ja, ich hab doch gar nichts getan. Der junge Klaus Kinski gibt hier sein Leinwanddebüt. Nein, ich will nicht so! Aber Junge, das Leben hier ist doch kein Leben. Und das Sterben, das merkst du gar nicht. Ich habe nichts vom Leben gehabt. Da kam ich doch einfach so weg. Meine Mutter! Die Bevölkerung lehnt den Film ab. Sein Regisseur erhält Drohbriefe. Man will nach vorne schauen, auch in der Kunst. Schon im Frühjahr 1945 stellt der neue Intendant der ausgebombten deutschen Oper eine erste Spielzeit in ihrem Ausweichquartier, dem Admiralspalast, vor. Ich denke und hoffe, dass es dem Publikum außerordentlich zusagen wird. Also, wir haben drei Premieren fest für die nächste Spielzeit, nicht wahr? Ja, fest. Wir wollen noch. Toll. Andere Häuser, wie die Komische Oper in Berlin, folgen kurz darauf. Auf die Pflege der Klassiker legte schon das Dritte Reich größten Wert. Und auch jetzt sind es wieder Goethe und Co., an die die Künstler anknüpfen wollen. Friedrich Meinecke, der 1947 oder 48 dieses berühmte Buch schreibt, Die deutsche Katastrophe, wo er auf ungefähr 150 Seiten mal versucht zu erklären, wie es zum NS kommen konnte,
endet dann damit, dass er sagt, ja, und wie kommen wir jetzt da raus? Lass uns überall Goethe-Vereine gründen. Ja, lass uns wieder Goethe lesen, lass uns zurücksinnen auf die Weimarer Klassik und daraus nochmal die Kraft für etwas Neues schöpfen. Lasst Fantasie mit allen ihren Chören, Vernunft, Verstand, Empfindung. Goethes Vorspiel auf dem Theater. Mit ihm geht das deutsche Fernsehen 1951 versuchsweise wieder auf Sendung. Für die 300 Apparate im Land. Live ausgestrahlt aus einem Hamburger Hochbunker. Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen. Ihr seid ein viel geliebter Mann. Auf der einen Seite denkt man an Adorno, alle Kultur nach Auschwitz ist Müll. Auf der anderen Seite wird plötzlich ein Aufklärungsgedanke wieder mobilisiert, der an das Humane glaubt, im Augenblick, wo eigentlich das Humane in Schutt und Asche liegt. Die Grundsatzfrage, die sich stellt, ist, kann man an eine Empormenschlichung durch Kultur noch glauben, im Augenblick, wo man vor Ruinen steht? Furchtbar sind die Wunden, die der Krieg dem Stadtbild Berlins zugefügt hat. Aber größer als alle Zerstörungen ist der Wille zum Wiederaufbau. Doch bei allem Arbeitswillen, wie soll das fast vollständig zerstörte Land in Zukunft aussehen? So wie vor dem Krieg? Oder völlig neu und modern? München ist zu 70% zerstört. In der Stadt leben 47% weniger Menschen. Aus 7,5 Millionen Tonnen Schutt entsteht innerhalb weniger Jahre die Stadt in altem Glanz. Also in Städten wie München wurde sehr viel mehr rekonstruiert, wurde eigentlich die ganze Stadtzentrum wieder aufgebaut. Und in anderen Städten, die moderner, aufgeklärter waren, hat man eben das absolut abgelehnt. Ja, und hat einfach gesagt, wir bauen die ganze Stadt jetzt nach Prinzipien des Bauhauses. In Frankfurt wird beides versucht. Neben rekonstruiertem, wie dem Goethehaus oder dem Römer, ragen bald schon Gebäude in die Luft, wie sie es in Deutschland bislang kaum gab. Hochhäuser. Allerdings ist es mit der vermeintlich neuen Gesinnung oft nicht weit her. Interessant finde ich das vor allem, wenn man sieht, wie ehemalige Nazi-Architekten dann plötzlich sich wandelten zu modernen, sozusagen Neubauhaus-Architekten. Ja? Die haben dann gar nicht mehr so gebaut wie vorher, nicht? Und sagen wir, hier stehe ich, ich kann auch anders. Ulm. Ein Ort, wo der Aufbruch mehr ist als bloße Anbiederung an den Zeitgeist. Am Rand der mittelalterlichen Stadt entsteht ein beispielloser Neubau, die Hochschule für Gestaltung. Mitbegründet wird sie von der Schwester der im Dritten Reich hingerichteten Geschwister Scholl, Inge. Das ist eine Einrichtung, die sich als Fortsetzung des Bauhauses versteht. Also etwas, eine Tradition der Avantgarde aus den 20er Jahren aufgreift. Und die Inge Eicher-Scholl und ihr Mann, ja, haben das propagiert mit einer Reihe von herausragenden Künstlern. Und McCloy hat hier aus Marshallplan-Geldern ein Geld in den Raum gestellt. Gestaltung wird in Ulm auch ideell verstanden. In den Seminaren soll eine neue freiheitliche Gesinnung entstehen. Also die drückt sich zum Beispiel darin aus, dass man den Studenten ein Mitspracherecht bei der Wahl des Rektors gab. In dem Programm der HFG war explizit der Gedanke verankert und auch zum Ausdruck gebracht, dass auch die Gestalter in allen diesen Bereichen eine Verantwortung zu tragen haben für den Neuaufbau einer demokratischen Gesellschaft in ihren Entwürfen. Das Design der Hochschule wird bald schon weltberühmt. Die Möbel und technischen Geräte aus Ulm sehen ganz anders aus als bisher in Westdeutschland. Gerade wenn Sie daran denken, diese Zeit damals, die ja geprägt war von dem sogenannten Wiederaufbau,
aber eigentlich in einem ziemlich konservativen Sinne zwar etwas von dem Nazi-Gedanken bereinigt, aber das Miefige, was schon in Nazi-Deutschland da war, das hat sich ja in dem Design, dem Alltagsdesign damals niedergeschlagen. Und da war das ein Fanal plötzlich, eine Schule, die doziert hat, nein, wir wollen mit einem Minimum von Mitteln das Maximum an Wirkung erreichen. Für das nächste Jahrzehnt werden die Gestalter aus Ulm das Gesicht der Bundesrepublik prägen. Vom Radio der Firma Braun über Geschirr und den sogenannten Ulmer Hocker bis zum Corporate Design der ersten deutschen Fluglinie Lufthansa. Die Ulmer Gestalter sind ihrer Zeit weit voraus. Zum Missfallen vieler in der Stadt. Die konnten das nicht verstehen. Die Jugend schon eher, aber nicht inhaltlich, sondern weil es jede Woche Feste gab. Aber sonst die normale Bevölkerung hat es abgelehnt. Vielen Deutschen ist das meiste Neue und Moderne ohnehin eher suspekt. In Komödien, dem Heimatfilm oder in der erfolgreichen Sissi-Trilogie träumt man sich zurück in eine schöne Welt. Zurück zu dem Elementaren, zurück zu schlichter, ländlicher, möglichst unbelasteter Idylle. Das sind auch die ersten Anzeichen dafür, dass das Gute, das Happy End wieder denkbar ist. Also tatsächlich Gegengift. Ohne Einweichen? Ohne Einweichen und ohne Enthärten. Nur ins kalte Wasser hinein und umrühren. Aber das Wasser wird ja auch himmelblau und klar wie ein Bergsee. Und so weich und mild. Wie Regenwasser, nicht? In unserer Geschichte sind wir beim sogenannten Wunder angelangt. Es braucht dazu einen klugen Wirtschaftsminister, großzügige Investitionen der USA und unermüdlichen Fleiß. Die Bundesrepublik befindet sich wieder auf der Straße des Erfolges. Also rein in den VW Käfer und ab ins Urlaubsland Nummer 1, nach Italien. Dafür, dass Westdeutschland wieder stark und vertrauenswürdig ist, steht besonders ein Name, Konrad Adenauer. Mit 73 Jahren der erste Kanzler der Republik. Ein Mann wie sein Volk, ein bisschen bieder, fleißig und geschickt. Und der Erfolg gibt dem Alten recht. Sein Land soll den USA als Bollwerk gegen die Sowjetunion dienen und erhält als NATO-Mitglied eine eigene Armee. 10 Jahre nach den Gräueln des Dritten Reichs. Jetzt heißt es auch West gegen Ostdeutschland, Bundeswehr gegen NVA. Unliebsamen Diskussionen geht Adenauer aus dem Weg. Ich glaube, für mich beanspruchen zu können, dass ich so wie nur irgendeiner ein Gegner des Krieges bin. Aber man muss doch die Welt realistisch sehen. Wenn wir wieder wer sein wollen, 1955 dann als gleichberechtigtes Mitglied der Völkergemeinschaft, wie es immer so hieß, dann Sitz und Stimme haben wollen, dann können wir das nicht ohne Militär. Ohne Militär werden wir als Staat nicht geachtet. In Umfragen lehnt die Mehrheit der Bevölkerung die Wiederbewaffnung ab. Auf den Straßen regt sich erstmals nach dem Krieg heftiger Widerstand gegen den neuen politischen Kurs. Die Regierung sprengt ihn mit aller Härte. Aber am Ende siegt das Vertrauen in Adenauers Autorität. Bei der Wahl 1957 fährt er ein Rekordergebnis ein. Was zählt, ist Wohlstand für alle. Und Adenauers Slogan trifft den Geschmack der Massen. Guten Appetit allerseits. Danke. Danke. Lass dir schmecken. Ja, wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Aber bestimmt doch. Moment mal. Ja, ja, da fehlt etwas. Tatsächlich, da fehlt etwas. Natürlich fehlt etwas. Das ist ja Maggi Fridolin. Darf ich Sie in den Fragen des Geschmacks einmal kurz beraten?
Für die Würze in den Künsten wird zur selben Zeit überall in Westdeutschland gesorgt, an Orten, die abseits der bisherigen kulturellen Zentren liegen. In Köln schrauben Komponisten an seltsamen Apparaten herum. In Kassel träumt man von einer Malerei, die nie gesehene Formen sichtbar macht. Und in der Provinz kommen Schriftsteller zusammen, um die deutsche Literatur neu zu erfinden. Ich war völlig ausgehungert in jeder Beziehung. Kam als 17-Jähriger in Gefangenschaft, war als 18-Jähriger entlassen und wollte auf die Kunstakademie. Und in dieser Zeit war das, was für junge Menschen heute selbstverständlich ist, die klassische Moderne, das war für meine Generation alles neu. Nach den Erfahrungen im Dritten Reich haben die jungen Künstler eine tiefe Abneigung gegen konkrete politische Inhalte. Man knüpft an einen Stil an, der bei den Nazis verboten war. Abstrakte Kunst lautet das Gebot der Stunde. Man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit auf es so etwas wie sozialen Realismus gab und dass die politische Malerei immer eine gegenständliche war. Und insofern war das Gegenständliche wirklich mit dem Verdikt des Rückschrittlichen belegt. Als rückschrittlich sehen die westdeutschen Künstler besonders ihre Kollegen in der DDR an. Ihr Stil realistisch und zuweilen offen für die Propaganda des Staates. An der Quelle des Fortschritts wähnen sich die abstrakten Künstler vor allem in Kassel. Von einem kleinen Verein von Kunstliebhabern wird hier 1955 in einer Schau das Who is Who der modernen Kunst gezeigt. Der Name der Ausstellung ist heute lebende Legende, die Documenta. Sie wird zu einem Überraschungserfolg. Die Idee einer Zusammenschau sämtlicher Ausdrucksmöglichkeiten relevanter Art unter der Hoheit eines Kurators und als Versammlung dessen, was ein Medium zur Zeit beizubringen hat, ist verführerisch, bleibt heute noch verführerisch. Von Anfang an in Kassel mit dabei, der einst von den Nazis verbotene und inzwischen über 100-jährige Maler Karl Otto Goetz. Bei der Documenta bevorzugten die Macher jedoch damals noch Künstler aus den USA. Um weiterzukommen, musste man an der Documenta teilgenommen haben, um weiterzukommen. Man hat uns unter dem Dach verfrachtet in so einen engen, niederen Raum und da brannte bei der Eröffnung noch nicht mal das Licht. So hat man uns behandelt. Goetz geht selbst die herkömmliche abstrakte Kunst nicht weit genug. In Sekundenschnelle malt er seine Bilder. Der Zufall führt ihm dabei die Hand. Sein Ziel? Das Denken ausschalten. Informell nennt er seinen Stil formlose Kunst. Vielen in Deutschland ist das suspekt. Die Bilder verkaufen sich kaum. Um finanziell zu überleben, nimmt Goetz eine Professur in Düsseldorf an. Nur ein paar Kilometer entfernt, auf der Bühne, Lautsprecher. Köln, 1956. Zu elektronischen Klängen singt eine manipulierte Knabenstimme Karl-Heinz Stockhausens Gesang der Jünglinge im Feuerofen. Einer der größten Skandale der Musikgeschichte. Gesang der Jünglinge habe ich im Radio gehört. Und das hat mich gleichermaßen fasziniert, aufgeregt, abgestoßen, über alles auf einmal. Ich bin damit nicht einfach so, ach toll, elektronische Musik. Das war viel zu neu. Das war verwirrend. Sehr verwirrend. Aber das ist ja spannend. Mit Maschinen abstrakte Klänge zu erzeugen, ist für viele junge Komponisten der letzte Schrei. Der Westdeutsche Rundfunk baut ihnen ein nagelneues Studio. Scharenweise pilgern jetzt Komponisten aus der ganzen Welt zu den deutschen Apparaten. Das ist schon was die deutsche Musik ausmacht, weil wir Maschinen mögen. Wir sind eine Kultur, die sich, also mein Vater ist auch Ingenieur und wir lieben Dinge zu analysieren und mathematisch zu machen.
Stockhausen ist der Anführer der jungen Himmelsstürmer. Im Sommer treffen sie sich in Darmstadt und diskutieren ihre musikalischen Theorien. Jene, die traditionell, das heißt tonal komponieren, werden nicht eingeladen. Sie gelten als reaktionär. Mein Großvater war in den 20er Jahren neben Richard Strauss der meist aufgeführte deutsche Spätromantiker. Und dann eben 1933 bekam er Aufführungs- und Berufsverbot, weil er Halbjude war. Nach 1945 wurde er eigentlich ein zweites Mal verbannt. Und das eben, sagen wir mal, von der Darmstädter Schule, ja, von den Avantgardisten. Alle Spätromantiker wurden eigentlich auf die schwarze Liste gesetzt. Wie die Maler des Informell interessieren sich auch die jungen Komponisten nicht für Politik. Stockhausens Eltern starben im Krieg. Mit seinem Gesang der Jünglinge im Feuerofen meint er nicht etwa das Schicksal der Juden. Stattdessen bezieht er sich auf seine eigene Generation, die alles verlor und nun auf eine bessere Zukunft hofft. Das war schon eine Situation, die es vorher nicht gab und die später auch nicht mehr wiederkehrt, wo man wirklich sagen konnte, aus dem, was an Schlechtem vorher war, treten wir aus. Und wir sind das Gute. Das wird es nie mehr geben und das wird auch als das, was es war, immer problematisch bleiben. Und wir können auch nicht aus der Geschichte heraustreten und sagen, nur weil wir jetzt keine Dreiklänge verwenden, sind wir die Guten. Nicht? Das geht nicht. Das geht nicht. Auf der guten Seite wollen auch die jungen westdeutschen Autoren stehen. 1947 treffen sich einige von ihnen in einem bayerischen Dorf, um sich Texte vorzulesen. Eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Man wollte unter sich sein und man hat sich eben auch besser verstanden mit Menschen, die ähnliche Biografien hatten. Und ähnliche Biografien heißt eben dann Nazi-Eltern, gegen die man revoltiert hat, manche mehr, manche weniger revoltiert. Die meisten waren bei der HJ und beim Volkssturm. Aber wie erzählt man vom eigenen Leid? Vom Schrecken des Krieges und von den Gefangenenlagern, aus denen viele erst Mitte der 1950er Jahre heimkehren? Die Gruppe 47 versucht dafür eine Sprache zu finden. Dies ist meine Mütze. Dies ist mein Mantel. Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse. Mein Teller, mein Becher. Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Für die Opfer des Nationalsozialismus hingegen hat die Gruppe noch wenig Verständnis. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein... Der jüdische Lyriker Paul Celan. 1952 liest er bei der Gruppe 47 sein Gedicht Todesfuge vor. Heute steht es in jedem Lesebuch. Damals stößt Celan auf vehemente Ablehnung. Ein Autor ruft, der liest ja wie Goebbels. Goebbels hat ja auch nicht erfunden, wie Goebbels zu sprechen, sondern das war die Mode des Vortrags der damaligen Zeit. Und dass dann nachher jemand, meinethalb auch Celan, daran erinnert hat, das ist nicht, weil er Goebbels nachahmt, sondern weil man damals so theatralisch gelesen hat. Manche erinnert Celans Vortragsstil an die Feierlichkeit eines jüdischen Rabbis. Doch das Gebot der Stunde für die Gruppe lautet Nüchternheit und Abstand vom Pathos der Faschisten. Für die jüdische Kultur fehlt noch das Interesse. Das mit Celan ist natürlich eine Schlüsselszene der deutschen Nachkriegsliteratur, die eben zeigt, man will unter sich bleiben und nicht behelligt sein von erstens der Emigration und zweitens der Weltliteratur. Die deutsche Literatur ist anfangs noch weit davon entfernt, international konkurrenzfähig zu sein. Aber erst einmal gilt es, wieder selbstständig zu denken und frei die eigene Meinung zu äußern. Die Gruppe ist eine Zelle, in der Demokratie eingeübt wird. Für mich ist diese Zeit der Gruppe 47 wie ein Stück nachgeholte Schule gewesen.
Ich habe da gelernt, mich zu artikulieren, auf Texte zu reagieren, nicht einfach zu sagen, das ist gut oder das ist scheiße und es abzutun, sondern zu argumentieren. Oder wenn man hier sagt, ja, dieser Text sagt einem gar nichts, da wird gesagt, dies ist eben der Sinn der Geschichte. Und das ist eine neue Ästhetik. Das Ganze sind Lesungen. Das ist keine Versammlung eines Vereins, sondern Lesungen, die anschließend von Kritikern und den übrigen Autoren kommentiert werden. Und das ist sozusagen der Gedanke eigentlich einer Öffentlichkeit. Ja? Dass Literatur eben nicht etwas zu tun hat, was nur zwischen Buchdeckel ruht oder nur vom einsamen Autor hergestellt wird, sondern einer Art Auseinandersetzung bedarf. Martin Walser, Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann. Ende der 1950er Jahre gilt, man muss zur Gruppe 47, um als Autor wahrgenommen zu werden. Dass Schriftstellerinnen Karriere machen, ist damals die Ausnahme. Als Frau war man sehr begehrt, weil die meisten Schriftsteller Männer waren. Und deswegen war das auch das Ungerechte. Mein Mann durfte ich nicht mitbringen zu den Tagungen, aber die Männer durften alle ihre Frauen mitbringen. Ehefrauen waren sehr erwünscht, weil die Krönung des Ganzen war hinterher das sogenannte Fest. Und da wurde getanzt, da brauchte man die Frauen überhaupt. Die Frauen wurden gebraucht für die Anbetung, für die Flirts und mehr. 10 Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Gruppe auf weltliterarisches Niveau geschrieben. 1959 wird für sie zum Schicksalsjahr. Ein junger, unbekannter Autor liest aus dem Manuskript seines ersten Romans. Prompt erhält er den Preis der Gruppe. Dann ging er rum mit einem Hut und hat die Lektoren und die anwesenden Verleger angesprochen. Und ich stand schon mit meinen Freunden und Kollegen an der Theke und trank Obstschnäpse und war heiter. Und er kam ab und zu vorbei und sagte, 2000 sind dabei, 3500. Bei 4.500 hört es auf. Das war für mich eine ungeheuerliche Summe. Mithilfe dieser Summe konnte ich den Roman Blechtrommel, der zwar schon fertig vorlag als Manuskript, aber wirklich noch durcharbeiten und ohne gehetzt zu sein von Verleger oder von sonst wem. Und das war gut. Es war einmal ein Spielzeughändler. Der hieß Sigismund Markus und verkaufte weiß-rot gelackte Trommeln. In Die Blechtrommel erlebt der kindliche Gnom Oskar die Verbrechen des Dritten Reichs. Es war einmal ein Blechtrommler. Der hieß Oskar. Der Roman bringt einen neuen Ton in die deutsche Literatur. Fantastisch, drastisch. Und poetisch. Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus und nahm mit sich alles Spielzeug dieser Welt. Die Leistung, die darin liegt, das Gras mit seiner ganzen Kraft seiner künstlerischen Persönlichkeit und überhaupt seiner Persönlichkeit darauf beharrt hat, Deutschland mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren. Und das in einer lauten, unhöflichen, auffallenden, nicht zu überhörenden Weise immer und immer und immer wieder gemacht hat. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit diesem Milieu der 50er und frühen 60er Jahre, wird einem immer mehr klar, wie ungeheuer die Widerstände waren. Oder eben auch, dass sich nicht beschäftigen wollen oder das nicht wissen wollen. 14 Jahre hat es gedauert. Doch nun, 1959, nach dem Erscheinen der Blechtrommel, ist die Gesellschaft bereit, sich endlich mit ihrer verdrängten Vergangenheit auseinanderzusetzen. Abends versammeln sich viele westdeutsche Familien vor dem Fernseher, als der Nordwestdeutsche und Süddeutsche Rundfunk zum ersten Mal eine Dokumentation über das Dritte Reich ausstrahlen. 14 Folgen. Zur besten Sendezeit. Rekordquote. 58% schalten ein.
man hat so den Eindruck, es gibt dann Ende der 50er Jahre das erste Mal so ein Einhalten, dass man sich sozusagen auch leisten kann, sich selber jetzt nicht mehr in dieser Opferrolle zu sehen, wir sind eigentlich die Leidtragenden, sondern sich diesen 12 Jahren NS-Regime mit einer größeren Bandbreite von Meinungen und einer größeren Tiefenschärfe des Urteils auszusetzen und dann auch bereit ist, wer geht voran, natürlich müssen es immer die Künstler sein, diese Themen, ja, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. 1959 ist es auch, dass der Spielfilm Die Brücke die Nation erschüttert. Eine Gruppe Jugendlicher soll darin eine strategisch unwichtige Brücke verteidigen. Mit einem Golden Globe und einer Oscar-Nominierung wird der Film ein großer internationaler Erfolg. Beginnt dann endgültig die Zeitenwende in Frankfurt mit dem größten Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der erste von 3 Auschwitz-Prozessen gegen ehemalige KZ-Wärter. Es wurde deutlich, dass es eben nicht nur diese kleine Anzahl der Befehlsgeber in den Ministerien und in der Partei war, die den Nationalsozialismus ausgezeichnet hat oder geprägt hat, sondern dass auf der mittleren Ebene sehr viele Leute mitgemacht haben. Das hätten du und ich sein können, würden wir heute sagen. Ja, wie beurteilen Sie die Vorwürfe, die Ihrem Mann jetzt gemacht werden? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das alles gemacht haben soll. Mein Mann war zwar sehr genau, aber dass er Kinder ermordet haben soll, wo er selber Kinder hatte, und dann nach Hause kam und ein sehr guter Familienvater war, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Urteil des ersten Auschwitz-Prozesses, 6-mal lebenslang und 10 mehrjährige Haftstrafen. Eine Nation beginnt sich zu erinnern und soll nicht mehr vergessen. Das nehmen sich vor allem die Theatermacher vor. Hitler allein verteidigt jetzt Europa. Der Stellvertreter. In dem Stück legt Rolf Hochhuth die Verstrickungen der katholischen Kirche im Dritten Reich offen. Ob der Westen ihm nicht dennoch Pardon gewähren sollte, solange er im Osten nützlich ist. Heiligkeit, dürfen wir auch nur erwägen, Hitler als Werkzeug zu benutzen. Aber ein Werkzeug, das wir fallen lassen werden, so schnell es geht. Hochhuths Kritik am Papst ruft ein beispielloses Echo hervor. Begeisterte Zustimmung auf der einen, Tumulte auf der anderen Seite, weltweit. Ich bin an diese Demonstrationen gewohnt. Ich habe sie in Basel erlebt, viel heftiger als hier mit Fackelzügen. In Paris war innerhalb des Theaters viel mehr Lärm. Hier war ja wohl gar kein Lärm. Schockiert war ich nur, dass ich hier unter den Demonstranten Leute in Nazi-Uniformen gesehen habe. Und ich habe gestaunt, dass man in Amerika erlaubt, hier die alten SA-Uniformen mit Hakenkreuzbinden zu tragen. Die Tatsache, dass man Gesellschaft darstellbar fand, dass man den politischen Gegenstand als einen überhaupt auf der Landkarte des Literarisch Stehenden und damit auch den Autor als einen kompetenten Beurteiler von Zeitgeschichte zu erkennen, bis ins Personal hinein, dass das schon triftig ist. Denkt man an Peter Weiß zum Beispiel, der hat ein paar der wichtigsten Beiträge zur politischen Geschichte innerhalb der Literatur geliefert. Peter Weiß' Theaterstück Die Ermittlung basiert auf den Protokollen der Auschwitz-Prozesse. Die Uraufführung findet gleichzeitig an über 15 verschiedenen Bühnen in West- und Ostdeutschland sowie in England statt. Weder die Schauspieler noch die Zuschauer werden geschont. Die eigentliche Lagerkrankheit, eine therapieresistenten Durchfall. Die furunkulose Blüte im Lager. Die Wachleute schlugen oft
die Geschwüre mit den Stöcken auf, sodass das Fleisch sich von den Knochen löste. Peter Weiß war als Jude während des Dritten Reichs nach Schweden emigriert. Die Uraufführung seiner Ermittlung in Ost-Berlin versammelt alles, was damals Rang und Namen hat. Allen voran Brechts Witwe Helene Weigel. Für einmal werden auch die beiden deutschen Staaten durch die Kunst geeint. Da war draußen ein Lastwagen vorgefahren mit einer Fracht von Kindern. Ich sah es durch das Fenster der Schreibstube. Ein kleiner Junge sprang herunter, er hielt einen Apfel in der Hand. Da kam Boger aus der Tür, das Kind stand da mit dem Apfel. Boger ist zu dem Kind gegangen und hat es bei den Füßen gepackt und mit dem Kopf an die Baracke geschmettert. Dann hat er den Apfel aufgehoben und mich geholt und gesagt, wischen Sie das da ab an der Wand. Und als ich später bei einem Verhör dabei war, sah ich, wie er den Apfel aß. Frau Zeugin, in den Voruntersuchungen ist von diesem Fall nie die Rede gewesen. Ich konnte nicht darüber sprechen. Warum nicht? Es hat persönliche Gründe. Können Sie uns die Gründe nennen? Nein! Die Kunst in den 50ern, das war die notwendige Ablenkung vom harten Alltag nach dem Krieg. Das war Vergewisserung des Humanismus und die ersehnte Freiheit nach der Diktatur. Hin und wieder gelang es den Künstlern, gegen viele Widerstände der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten und den Blick auf unliebsame Wahrheiten zu lenken. Auch durch sie, durch unsere Künstler, kam es zu einem zweiten Wunder. Dem Wunder der Beschäftigung einer ganzen Nation mit der eigenen Schuld. Eine neue Epoche kündigt sich an. Etwa beim Besuch John F. Kennedys in West-Berlin 1963. Einer der letzten großen Auftritte des 87-jährigen Konrad Adenauers. An seiner Seite Willy Brandt und der jugendliche amerikanische Präsident. Die beiden Männer, die die Zukunft verkörpern. Und doch wäre der bevorstehende Aufbruch der Gesellschaft nicht denkbar ohne die Verdienste der Adenauer-Ära. Wir verdanken der Adenauer-Ära eine Reduktion, eine Form von Selbstzurücknahme, eine Art Bescheidenheit, die den Deutschen nicht schlecht getan hat, die auf der einen Seite wirklich die Sinnenferne, das Asketische, das Calvinistische am Deutschen stärker betont hat, aber gleichzeitig den Boden bereitete für viele Formen der kommenden Spielfreude. Die nächste Künstlergeneration, die den Krieg vor allem aus den Erzählungen der Eltern kennt, übt sich bereits vorsichtig in den ersten rebellischen Schritten. Noch sind sie Kinder. Aber in ein paar Jahren werden sie radikal mit den alten Werten brechen. In Deutschland ist die Epoche der Jugend angebrochen.